Hi, in diesem Video wollte ich dir zeigen, wie du einen Bleistift beim Zeichnen halten kannst. Und da gibt es einfach unterschiedliche Möglichkeiten, wie du das tun kannst, jeweils für unterschiedliche Anwendungsfälle. Also bleib dran, dann zeige ich dir das gleich. Hi, ich bin Jortut, ein Zeichner mit mehreren Jahrzehnten an Erfahrung und Zeichendozent, der hier auf YouTube dir unterschiedliche Videotutorials zum Thema Zeichnen bereitstellt. Es lohnt sich also, den Channel zu abonnieren und einfach auch die Glocke anzuklicken, damit du Bescheid weißt, wenn das nächste Video hochgeladen ist. Du kannst aber auch gerne auf meiner Website draw.com vorbeischauen. Da findest du dann noch mehr kostenlose Videotutorials. Du findest dort auch verschiedene Downloads und genauso auch ganz umfangreiche Kurse zum Thema Zeichnen. Aber lass uns jetzt mal mit dem Tutorial starten. Ich gehe jetzt hier mal kurz zum Zeichentisch und dann zeige ich dir die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie du einen Stift halten kannst. So, ich habe hier einen einfachen 3B-Bleistift jetzt mal genommen, der ein bisschen angespitzt ist. Und jetzt wollte ich dir einfach mal zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, den Stift zu halten. Die erste Haltung für einen Stift ist die traditionelle Haltung. Hier legen wir den Stift einfach hier zwischen die beiden Finger und legen den auf diesem Finger ab. Da haben manche auch andere Möglichkeiten, den Stift zu halten, so oder so. Ich lege den immer so ab. Und der Vorteil hier ist, ich kann halt eben sehr detailliert bestimmte Bereiche auszeichnen und ich kann mit einem relativ steilen Winkel im Prinzip den Stift auf das Papier aufbringen, so dass dieser nicht bricht. Also ich kann im Endeffekt sehr stark draufdrücken, ohne dass die Spitze abbricht. Ja? Das heißt, ich kann hier sehr detaillierte Elemente einzeichnen. So, und je weiter ich den Stift entferne, desto mehr kann ich den Druck variieren. Ja, das heißt, ich kann hier auch weicher zeichnen oder hier größere Elemente einzeichnen. Jedoch habe ich denn die Hand meistens hier auf dem Papier liegen. Das heißt also, das ist eher so für Details geeignet. Und ich kann hier im Prinzip mit der traditionellen Haltung sehr detailliert etwas einzeichnen. Die zweite Haltung ist im Prinzip ja, ich sag mal so, die Schlagzeugerhaltung. Das heißt also, man hat hier so Drumstick hier irgendwie liegen. Also man nimmt das Ganze wie so ein Drumstick auf und man hält den Stift im Prinzip hier drauf und hat die Möglichkeit jetzt, das ist besonders zum Schraffieren geeignet, entweder das Ganze so oder so zu machen. Je nachdem, ob man zum Beispiel jetzt auf einer Staffelei zeichnet, dann kann man hier ganz gut mit der hinteren Seite vom Stift zeichnen oder man kann hier halt das Ganze auch so rumdrehen und hier mit der flachen Seite arbeiten. Das heißt, diese Haltung ist ganz gut dafür geeignet, um halt eben flache Schraffuren aufzubringen und entsprechend das Ganze mit der flachen Seite des Stiftes zu arbeiten im Endeffekt. Ja, und das lässt sich dann nachher auch ganz gut verwischen. Und hier kann ich auch variieren, wie weit ich den Stift von hinten oder vorne greife. Wenn ich etwas weiter nach vorne gehe, dann kann ich hingehen und ein bisschen mehr Druck ausüben. Immer vorsichtig mit dem Druck umgehen, damit die Mine nicht abbricht. Also je weiter vorne ich hier den Finger nach vorne schiebe, desto mehr Druck kann ich dann hier auf den Stift ausüben. Weiter hinten kann ich den Druck viel besser verringern. Und hier ganz weit hinten im Endeffekt sehr weich zeichnen. Und im Prinzip gibt es da noch weitere Bezeichnungen für unterschiedliche Haltungen von Stiften, außer jetzt im Prinzip, dass ich so halte. Dann gibt es auch natürlich die Möglichkeit, den Stift so zu halten im Endeffekt, wenn man ganz feine Bereiche irgendwo schraffieren will. Die leiten sich im Prinzip von der normalen Haltung ab. Und ich schiebe den Stift nur weiter nach hinten. Also im Endeffekt variiere ich hier. Je weiter vorne ich bin, desto detaillierter kann ich also zeichnen. Und je weiter hinten ich den Stift annehme im Prinzip, desto besser kann ich hier feinere Bereiche einzeichnen. Ja, und im Prinzip sehr weich hier etwas schraffieren, sehr helle Bereiche schraffieren. Und je weiter nach vorne ich gehe, desto dunkler kann ich im Prinzip arbeiten und den Stift etwas, sag ich mal, senkrechter auf das Papier halten. Es gibt natürlich noch viele weitere Möglichkeiten, wie man einen Stift halten kann, also dass man den so stabilisiert oder so, aber im Endeffekt sind das die Möglichkeiten, die ihr habt. Also
Im Endeffekt, was ihr euch merken müsst, ist, je weiter ich vorne halte und je höher ich hier, im Prinzip, je steiler ich den Stift drauf halte, desto stärker kann ich auch aufdrücken, ohne dass die Mine bricht. Und je weiter ich hinten den Stift halte, desto feiner kann ich etwas einzeichnen. Nur hier kann man dann einfach drehen, variieren, so wie das bequem ist halt für euch im Endeffekt, wie du das am bequemsten halten kannst. Ne? Da gewöhnt man sich seinen eigenen Stil im Endeffekt an. Und das rate ich dir auch, einfach mal ein bisschen auszuprobieren. Und genauso, wenn du auf der Staffelei arbeitest, im Prinzip so zu schraffieren oder vielleicht so. Ne? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie du den Stift halten kannst. So, jetzt weißt du, wie du einen Bleistift beim Zeichnen halten kannst. Da gibt es ja die unterschiedlichen Wege, die ich dir gezeigt habe. Und jetzt kannst du einfach meinen Channel abonnieren oder auf den Channel vorbeischauen. Da gibt es jetzt unterschiedliche Tutorials, die du direkt mitmachen kannst und direkt das ausprobieren kannst. Oder schau einfach auf draw.com vorbei. Da findest du dann auch unterschiedliche Tutorials bzw. Kurse, mit denen du mit dem Zeichnen durchstarten kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Zeichnen und bis zum nächsten Mal.